begrüße herzlich den Vorsitzenden der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Ihm zur Linken und zur Rechten sitzen zwei Jugendliche aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Die sind nicht mehr ganz so jung. Also, sie sind noch jugendlich, wollte ich sagen. Sie sind schon volljährig, das war meine Aussage. Neben mir sitzt Magdalena Hartmann und auf der anderen Seite von Herrn Bischof Wiesemann sitzt Jonas Lixenfeld. Wenn Sie sich beide gleich noch selbst kurz vorstellen. Und ganz außen sitzt Paul Metzlaff, das ist unser Fachreferent in der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz mit ihrem Sitz in Düsseldorf. Er ist quasi Mr. Weltjugendtag in der Organisation der Deutschen. Ich freue mich, dass der Weihbischof Renz aus Rottenburg-Stuttgart auch hier sitzt. Nicht als Journalist, sondern wollte mal gucken, welche Jugendlichen aus dem Bistum hier sind, die dann demnächst nach Polen fahren werden. Eine ganz kurze organisatorische Anmerkung noch. Die Predigt von Kardinal Lehmann, der ja nicht hier auf der Vollversammlung ist, wird heute Abend von uns vorab veröffentlicht mit Sperrfrist. Sie wird morgen quasi verlesen. Nur, dass Sie das mal gehört haben, für die Sie ein bisschen planen müssen. Herr Bischof Wiesemann, ich darf Sie um Ihr Wort bitten. Ja, Weltjugendtag steht an. Der 31. ist es. Es geht nach Krakau, das ist natürlich für uns direkte Nachbarschaft, nach Polen hin. Und deswegen freue ich mich, dass sich auch eine ganze Menge junger Menschen auf den Weg machen. Momentan schätzen wir, das ist über 16.000 auf jeden Fall werden, die dann nach Polen, nach Krakau pilgern werden. Das Thema Barmherzigkeit ist ja ein großes Thema des gesamten Pontifikats. Die Seligpreisungen sind jetzt schon ein bisschen Leitfaden für die Weltjugendtage insgesamt. Barmherzigkeit, ich denke, es ist ein aktuelles Thema für Jugendliche, auch wenn man natürlich zuerst mal von Gerechtigkeit als etwas, was junge Menschen natürlich bewegt, naja, das Gerecht in dieser Welt zugeht, ausgeht. Aber Barmherzigkeit doch zu finden als die höhere Gerechtigkeit des Evangeliums, als das, was also uns tiefer betrifft. Und das ist gerade bei jungen Leuten auch deutlich, dass sie das spüren. Ich denke, das verbindet sich auch tief mit Johannes Paul II. Noch, der ja auch für die Weltjugendtage in einer besonderen Weise steht. Und mit dem Ort Krakau wird natürlich sicherlich auch nochmal eine Wiederbegegnung, wenn man so will, eine geistliche, mit Johannes Paul II. Verbunden sein. Also ich denke, es ist eine ganz großartige Botschaft, die die jungen Menschen in Krakau und im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit erwartet. Du bist gewollt, du bist geliebt, auch in deinen Schwächen, in dem, wo du auf Hilfe angewiesen bist, wo du nicht alleine bist. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, gerade in unserer heutigen Zeit. Also es geht nicht nur um in dem Sinne rein gerechte Strukturen, sondern tiefergehend menschlich. Du bist wertvoll. Du, unabhängig von deiner Herkunft, deinem sozialen Status. Das wird also besonders deutlich in diesen Weltjugendtagen, wenn sich junge Menschen aus der ganzen Welt miteinander verbinden und wir damit auch ein ganz großes Zeichen immer wieder setzen, was Weltkirche bedeutet. Unsere Pilgerreise zum Weltjugendtag soll also geprägt sein von der Freude über die Barmherzigkeit Gottes, uns immer wieder nimmt, diese wunderbaren Gleichnisse Jesu, die uns da gegeben sind, sowohl vom barmherzigen Samariter, der sich zuwendet, als auch von dem verlorenen Sohn, der wieder in die Arme des barmherzigen Vaters zurückkehrt. Ich denke, da gibt es große Bilder und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema vertiefen können. Eine Pilgerfahrt ist nicht nur immer leicht, sie hat auch beschwerliche Seiten. Lange Busfahrten, Unterkünfte in großen Turnhallen, Warten auf Mittagessen, all diese Dinge bedeuten aber für junge Menschen auch Herausforderungen und Abenteuer. Und ich denke, sie werden so auch zu einem Sinnbild für das Leben, das eben auch nicht geht ohne Wagnis, dass man sich herausgefordert fühlen kann. Wir haben das im Weltjugendtag immer die Möglichkeit, dass Menschen sich eben deswegen auch mit ihrer ganzen Lebensgeschichte öffnen können. Das Ganze, die ganze Atmosphäre hilft dazu, sich zu öffnen. Und da ist gerade in Bezug auch auf Barmherzigkeit das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, ein ganz wichtiger Punkt, Möglichkeit dafür. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, als man das sozusagen bei sich zu Hause einfach kennt. Und deswegen ist das immer großartig, wie viele junge Menschen da sich mit ihrem Leben
und all dem, was sie bewegt, auch mit ihren Schwächen, mit ihren Fragen, ihren Fehlern öffnen können. Selig die Barmherzigen. Ich denke, das ist eine wunderbare große Botschaft, das Motto, und ich glaube, dass wir das auch gut weiterbringen können. Aus der Freude über Barmherzigkeit entspringt auch zugleich Verantwortung, und dies im Hinblick auf den Weltjugendtag in Krakau, das sich ja nur 60 Kilometer entfernt vom ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befindet. Gerade für uns Deutsche auch ein ganz wichtiger Punkt, das nicht also auszuklammern, sondern gerade dort auch etwas, also diese Verbindung, soweit es geht, zu suchen. Das haben wir in Vorbereitung schon mehrfach getan. Das war uns auch wichtig, auch von der Arbeitsstelle für Jugend aus und der Jugendkommission der Bischöfe. Wir sind nach Krakau im letzten Jahr mit einer Gruppe, einer Delegation schon gefahren, auch von solchen, die Multiplikatoren im Hinblick auf den Weltjugendtag sind, und haben uns dort, sind wir auch dort begegnet, auch einer Delegation, deren, die den Weltjugendtag vorbereiten. Der Weihbischof von Krakau und Generalkoordinator des Weltjugendtags, Damian Muskus, richtete damals ein Grußwort an uns und sagte: Die jungen Menschen, die in einem Jahr auf polnischer Erde unsere Gäste sein werden, wollen vorwärts gehen. Ihre Herzen sind voll von dem Wunsch, eine harmonische Welt zu bauen, in der es keinen Platz gibt für Vernichtung und Gewalt. Wie der Heilige Vater Franziskus gesagt hat, ist ihre Berufung nicht Mauern, sondern Brücken zu bauen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung unserer von Konflikten, Terror und Verfolgung gequälten Welt. Und er hat ganz besonders auch mal sich dankbar und froh gezeigt, dass wir als Deutsche, auch gerade auch deutsche Jugendliche, mit dieser Sensibilität für die Geschichte, aber eben auch mit einer Vision für eine bessere Welt hineingehen und da auch Brücken bauen wollen, Brücken schlagen wollen. Und wir wissen, dass auch in der Sensibilität auch aus unserer eigenen, auch aus der deutsch-polnischen Geschichte, wir hatten ja gerade im letzten Jahr nochmal den Briefwechsel zwischen deutschen und polnischen Bischöfen, und wir wollen auch dort ein Zeichen setzen, gerade als Deutsche, dass uns diese Arbeit nicht nur der Versöhnung, sondern die Vision auch aus dem europäischen und aus dem großen christlichen Geist heraus, weltweiten Geist heraus, positiv Brücken zu bauen, Versöhnung zu stiften mit dieser Botschaft, Barmherzigkeit, wir zutiefst verbinden. Das ist uns, glaube ich, ein ganz wichtiges, auch politisches, wenn man so will, Anliegen beim Weltjugendtag. Es gibt die Werke der Barmherzigkeit. Wir reden ja von leiblichen, von den geistigen Werken der Barmherzigkeit. In Vorbereitung auf den Weltjugendtag haben wir als Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam mit unserer Arbeitsstelle für Jugend sogar ein Videoprojekt initiiert, bei dem diese 14 Werke von Mitgliedern der Kommission und Mitarbeitern der Jugendpastoral in Deutschland vorgestellt werden, so kurze Spots gemacht werden. Und das, ich denke ich, ist auch noch wichtig. Sie werden auf dem YouTube-Kanal Weltjugendtag Krakau 2016 bis zum Juli veröffentlicht werden. Wir sind also alle aufgerufen, selbst Zeugen der Barmherzigkeit zu sein. Die gehört zutiefst mit in die Frage nach Wahrheit für diese Welt, für junge Leute. Wichtig ist, deswegen ist es uns auch gemeinsam immer mit dem BDKJ eine wichtige Sache, die Situation, auch die soziale Situation, also vor Ort nicht einfach aus dem Blick der jungen Menschen, Lebenswelten sich begegnen zu lassen und jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen Glaubensbegegnung, die ja wichtig ist, aber dabei zum Glauben gehört die Lebenswelt dazu, der Menschen, der jungen Menschen, die da sind. Wir machen immer ein Youth Hearing deswegen, also das ist ein wichtiger Punkt zu dem Programm des Weltjugendtages hinzu, in dem wir wirklich auch die sozialen, die Lebenswelten von jungen Leuten, wir haben mich noch sehr stark in Brasilien, in Rio, wie da die auch damals der im letzten, als da auch die sozialen Proteste gerade in Brasilien ziemlich hoch ging und die großen sozialen Unterschiede sehr, sehr schmerzhaft da zur Geltung kam. Also wo wir mit dem Youth Hearing auch einen ganz wichtigen Austausch gemacht haben, Lebenswelten von jungen Menschen. Ich denke, das wird uns auch wieder wichtig sein. Es wird eine gesamtdeutsche Katechese, das ist etwas, so eine neue Sache, die jetzt beim Weltjugendtag da sind, neben den Katechesen insgesamt, die so üblich ist an den Katechesetagen, soll es also ein Pilger, wir sollen einen gemeinsamen Weg geben von
wo noch auch einmal Johannes Paul II. Und auch das Heiligtum von der Schwester Faustina miteinander verbunden werden und wo wir eine gemeinsame gesamtdeutsche Katechese in Verbindung mit so einer Art Vespergottesdienst feiern werden. Und deswegen denke ich, gibt es jetzt ganz viele Dinge, die uns jetzt auch in der Vorbereitung im guten Sinne in Beschlag nehmen. Wir freuen uns darauf. Ich glaube, es können wieder ganz viele junge Menschen auch ermutigt werden in ihrem Glauben. Die Weltjugendtage haben einfach eine ganz wichtige Aufgabe, junge Menschen zu stärken, gemeinsam eine große Gemeinschaft zu erleben und mit dieser Botschaft der Barmherzigkeit eben auch ein Stückchen, dass jeder junge Mensch ist, ein Stückchen Missionar hinaus in die Welt, ein Zeichen. Und deswegen ist das eine wichtige Aufgabe. Wir als Bischöfe und von der Jugendkommission sehen das als eine ganz wichtige Aufgabe. Wir sind auch froh, dass wir zusammen mit dem BDKJ und mit auch der auch mit immer mit gut im Boot ist bei der ganzen Sache, wir das nach vorne bringen können. Vielen Dank, Herr Bischof Wiesemann. Und ich will vielleicht doch noch erwähnen, auch Renovabis ist natürlich ein wichtiger Partner auf diesem Weg des Weltjugendtags für unseren Ostkirchenhilfstag, unser Osteuropa-Hilfstag, Entschuldigung. So, jetzt machen wir es so, dass die beiden jungen Leute, Jugendliche ist ja etwas falsch, jungen Erwachsenen, sich vorstellen, ein bisschen erzählen, warum sie zum Weltjugendtag fahren, was das für eine Motivation ist. Machen auch gleich noch gerne Einzel-O-Töne. Ladies first, bitteschön. Also ich bin Magdalena Hartmann. Ich komme aus einem kleinen Ort nahe der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar. Und ich war in Madrid 2011 schon beim Weltjugendtag und als dann hieß, Rio steht an, musste ich leider zurücktreten, weil es einfach doch ein weiter Weg ist, aber Polen liegt viel, viel näher und deshalb war es mir auf jeden Fall von vornherein klar, ich möchte wieder dabei sein. Von Madrid habe ich einfach mega tolle Erfahrungen mitgenommen. Es war richtig, richtig cool, einfach in eine Stadt zu kommen, in eine fremde Stadt und dort willkommen zu sein. Also wir sind da hingekommen an dem ersten Tag und es war noch zwei Tage, bevor es überhaupt richtig losging. Aber es waren trotzdem Millionen von Pilgern, also übertriebe jetzt, aber einfach, es waren unzählige Pilger, Jugendliche, mit denen man sich gleichgesinnt gefühlt hat. Die haben an das Gleiche gedacht, die haben das Gleiche geglaubt und das hat dann verbunden mit allen möglichen Menschen, die man eigentlich nur auf der Straße getroffen hat, aber mit denen man sonst noch nie Kontakt hatte. Und das war für mich faszinierend, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte unbedingt wieder dasselbe erleben. Genauso wie der Herr Bischof Wiesemann gerade meinte, die Beschwerden mit der großen Halle zu übernachten. Genau das war für mich ein Geschenk. Also es war das erste Mal, dass ich wirklich mit 500 Menschen in einem Raum übernachtet habe. Aber seither habe ich es auch nie wieder. Es war aber auf jeden Fall ein Erlebnis wert und mich hat es damals fasziniert. Es war zwar laut und trotzdem hat sich jeder dem Ganzen untergeordnet. Jeder hat gesagt, okay, ich opfere das jetzt und die Opferbereitschaft, die war einfach faszinierend. Ich opfere das auf, ich opfere meinen Schlaf, ich gehe über Hürde, über die ich sonst nicht gehen würde und das war einfach der Beweis, dass genau dasselbe möglich sein muss im reellen Leben, dass man genauso im Alltag sein muss und da irgendwelche Hürde übergehen muss und genau das hat mich einfach daran bestärkt, dass ich sage, okay, ich möchte da wieder hin, ich möchte wieder genau das gleiche Gänsehautgefühl von damals. Damals war der Papst Benedikt mit dabei und für mich wird jetzt in Polen das allererste Mal die Begegnung mit Papst Franziskus sein, worauf ich mich wirklich riesig, riesig freue. Meine Freundinnen haben mir schon ganz arg viel vorgeschwärmt vom Papst Franziskus, weil er einfach bodenständig ist und trotzdem alltagsnah und genau das ist das, was ich jetzt auch mal erleben möchte und dem Ganzen nachkommen möchte. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt nach Polen gehen werde. Vielen Dank, Frau Hartmann. Sie ist, das würde ich hinzufügen, Oberministrantin in ihrer Heimatpfarrei. Das müssen wir mal hier bei der Frage der Frauenförderung hinzufügen. Jonas Lixenfels, ein Jahr jünger, 19 Jahre. Bitte schön. Ja, also ich wollte schon immer auf der Weltjugendtag, auch schon nach Madrid. Nur da war ich noch so ein bisschen zu jung. Und als ich dann in Rio war, da hat jemand gefunden, der mir das praktisch gezahlt hat. Und das war die Gelegenheit, also ich habe gedacht, ich träume, ich darf nach Rio de Janeiro. Ich bin da mit der Gruppe vom Kloster Sisson gegangen. Wir waren fort eineinhalb Wochen im Norden von Brasilien, im Bundesstaat Maranhão. Und das, also bis jetzt in meinem Leben, ist ja ziemlich kurz, aber war das, also ich muss sagen, die zweieinhalb Wochen Brasilien waren die schönsten, die ich bis jetzt gehabt habe, weil gerade in der ersten Woche, wo man die Einheimischen, also die da schon leben, kennenlernt mit denen Jugendliche. Das sind Sachen, die man nicht sieht, wenn man als Tourist sich nach Brasilien begibt. Und das hoffe ich auch in Polen in der ersten Woche,
bevor es dann wirklich in Krakau losgeht, dass man da Einblicke kriegt, wie ist denn das Leben in Polen, wie läuft es denn da ab mit der Jugendliche, wie ist da die katholische Kirche. Ich habe also vom Weltjugendtag in Rio, da habe ich natürlich schon große Erwartungen, weil Rio, da waren die Katechesen, das war mir persönlich am wichtigsten und da konnte ich am meisten mitnehmen. Also gerade an eine kann ich mich erinnern vom Erzbischof aus Wien, soweit ich weiß. Das war mir persönlich, natürlich hat es mir am meisten gebracht und natürlich der Papst, das ist so das i-Tüpfelchen, dass der dann auch noch vorbeischaut. Und vom Papst bin ich eigentlich schon begeistert am ersten Tag, wo er Amtsantritt praktisch war und er hat praktisch seine Tasche selber getragen. Denkt sich erstmal, das ist ja lächerlich, oder? Aber also für mich war das Zeichen, das ist jetzt ein Papst, der ist fürs Volk, der ist für uns und der ist auch für uns junge Leute sehr bodenständig. Ja. Vielen Dank, Jonas. Und jetzt kommt Mr. Weltjugendtag. Herr Metzlaff, feuerfrei für Sie als ehemaliger Weltjugendtagler 2005. Das ist eine besondere Freude, jetzt mit denen zusammenzuarbeiten, jetzt den Weltjugendtag machen müssen. Herr Metzlaff, bitte. So, also mit diesem Mikro müsste es wahrscheinlich dann jetzt funktionieren. Wir haben, wie Bischof Wiesemann schon gesagt hat, auf dem Weltjugendtag in Krakau rechnen wir mit ungefähr 16.000 Pilgerinnen und Pilgern aus Deutschland. Ungefähr, das sind unsere Erwartungen vom Weltjugendtag in Madrid. Wenn wir jetzt in das Anmeldesystem ungefähr also hereinschauen, sind es momentan aus Deutschland in Registrierungsphase Nummer 1, sind es jetzt mittlerweile über 17.000, die daher drin sind. Man muss allerdings sagen, das sind so eine Art Schätzmodus. Das heißt, die Bistümer geben an, wir fahren mit 300, 400 Leuten, weil sie denken, das bekommen wir schon zusammen und letztendlich wären es vielleicht 250. Deswegen haben wir schon mal sehr viele im System selbst drin. Allerdings wollen wir doch realistisch sein und dann ungefähr mit den 16.000 rechnen. Der Weltjugendtag ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die Kernwoche in Krakau selbst, 25. bis 31. Juli 2016. Und dann die Tage der Begegnung zuvor, vom 20. bis zum auch 25. Juli 2016. Der 25. Juli fungiert hier ein bisschen als Brückentag. Die Tage der Begegnung zuvor, die finden in den 41 polnischen Diözesen statt und dafür hat sich jede polnische Diözese einen biblischen Namen gegeben. Das Oberthema Selig die Barmherzigen. Verwandelt sich Polen sozusagen in einen Campus Misericordiae, haben sie es genannt. Das heißt, jede Diözese gestaltet gemäß dieses biblischen Namens ihr Thema dann während dieser Tage. Das heißt, unsere Jugendlichen können sich einmal auf eine riesige Vielfalt, kulturelle Vielfalt freuen, die wir in Krakau erleben dürfen und dann auch in ganz Polen, aber auch auf ein jeweils gestaltetes biblisches Programm. Ein paar Beispiele, die Diözese Torun zum Beispiel, wo ein Nikolaus Kopernikus herkommt, die hat den Namen Zion genommen, natürlich auch mit Verweis auf Kopernikus, aber dann auch auf das biblische Motiv damit verbunden. Dann haben wir die Diözese Tarnów, die hat sich Sinai gewählt und dort gibt es zum Beispiel auch die berühmte Route der Holzarchitektur, also auch ein schönes kulturelles Erbe. Und wir haben aus Deutschland in diese 41 Diözesen, bieten ganz viele Diözesen, Gemeinschaften, Verbände schon diese Tage der Begegnung zuvor mit an und die sozusagen Hotspots aus deutscher Perspektive, das sind die Diözesen Oppeln und Katowice, wo einfach am meisten, also mit Oppeln 8 und Katowice 4, wo die meisten Diözesangruppen unterkommen werden. Wer fährt aus Deutschland sozusagen alles auf den Weltjugendtag? Das sind klar die Diözesen als Großgruppen. Die größte Diözese hierbei das Erzbistum Köln mit geschätzten 1500 Pilgerinnen und Pilgern. Dann haben wir aber auch Einzelpersonen, Pfarrgruppen. Wir haben auch eine Gruppe von Ordensleuten, die als Katechese-Team dahin fahren wollen, von der Deutschen Ordensoberen Konferenz, das heißt, es wird auch ein ganz bunter Haufen werden, der sich da auf den Weg macht. Und nachdem diese Tage in den Diözesen waren, die Tage der Begegnung in ganz Polen, kommen die Pilgerinnen und Pilger dann nach Krakau und dürfen dort auch wieder eine riesige Vielfalt erstmal wahrnehmen. Also Krakau klingt jetzt nicht so spannend erstmal vielleicht für deutsche Ohren wie vielleicht Rio de Janeiro oder wie Madrid, also hat irgendwie nicht so diesen exotischen Klang, ja, dieses Sommerfeeling. Aber Krakau hat touristisch erstmal wahnsinnig viel zu bieten. Ja. Einen wunderschönen Marktplatz, die Tuchhallen, das Wawelschloss. Wunderschön, also wenn man das genießen darf. Dann aber auch vom Thema her natürlich. Also zwei große polnische Heiligen begegnen da unmittelbar.
Bischof Wiesemann hat es schon genannt, der heilige Johannes Paul II., der eigentlich in jeder Kirche in Krakau zu sehen ist, also mindestens ein Bild, ja, eigentlich ist die Statue da schon muss. Und dann auch die heilige Schwester Faustina, von beiden auch gibt es die jeweiligen Sanktuarien, wo die Katechese auf dem Weg zwischen beiden Sanktuarien stattfinden wird. Damit sind wir schon ungefähr beim Programm. Was wird die Pilger erwarten an einem vielfältigen Programm? Das sind einmal die Katechesen am Morgen mit einer Einstimmung, den Bischofskatechesen. Wie Jonas schon gesagt hat, der Kardinal Schönborn soll da eine gute Katechese gehalten haben, aber natürlich gibt es da eine große Vielfalt an Katecheseorten auch von deutscher Seite. Wenn wir mit ungefähr 16.000 Leuten kommen, wird es jede Menge Gelegenheit geben, da unterschiedliche Bischöfe, seinen Ortsbischof, den man vielleicht sonst nur zur Firmung gesehen hat, dort auch mal live erleben, oder auch andere Bischöfe aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Am Nachmittag wird dann das Jugendfestival stattfinden. Jugendfestival reicht von, also es sind verschiedenste Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Sport, reicht zum Beispiel von der Ausstellung Mater Misericordiae, das heißt die päpstliche Stiftung Johannes Paul II. Veranstaltet da mit dem Nationalmuseum in Krakau gemeinsam eine große Ausstellung zu unterschiedlichsten Marienbildern von deutschen, polnischen, italienischen Künstlern. Das heißt, kulturelles Programm, aber auch, und das wird wahrscheinlich gerade nach der Europameisterschaft in Frankreich sehr interessant sein für viele Jugendliche, die Coppa Cattolica, wo über 128, oder momentan rechnen wir mit 128 Teams, die sich da anmelden werden aus aller Welt. Also wenn über 100 Nationen da zusammenkommen, kann das gerade nach der Euro, kann das auch ein großartiges Ereignis einfach werden, so eine katholische Weltmeisterschaft, nenne ich es mal, da auszuspielen auf dem Weltjugendtag. Dann haben wir wahnsinnig viele Konzerte und alles. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch eine sogenannte Berufungsmeile. Also man kennt das vielleicht vom Katholikentag. Die ganz unterschiedlichen Werke, Verbände, Orden stellen sich dann auch aus. Weltjugendtag logischerweise weltweit. Das heißt, man kann dort in vier verschiedenen Akademien ist es unterteilt. Das ist einmal eine Jobakademie, eine Familienakademie, dann eine Barmherzigkeitsakademie, wo es konkret ums konkrete barmherzige Handeln geht, und aber auch eine Akademie des geweihten Lebens letztlich. Also die große Vielfalt der Berufungen sollte abgedeckt werden. Das heißt, Jugendliche, die dahin kommen aus Deutschland, können dort auch einfach in einer großen Vielfalt ihrem eigenen Lebensweg, dem Sinn im Leben nachgehen, nachspüren. Dann ein Highlight, wie Jonas auch gesagt hat, das i-Tüpfelchen ist natürlich dann, wenn Papst Franziskus kommt. Wir erwarten ihn ab dem Donnerstag, dem 28. Juli in Krakau. Zuerst wird es da eine große Eröffnungszeremonie geben auf der Wonja-Wiese, dem zentralen großen Feld, sehr nah am Stadtkern von Krakau. Dort fanden auch die großen Messen statt mit Johannes Paul II. Oder auch mit Papst Benedikt. Dann wird es an gleichem Ort, auch an der Wonja-Wiese, wird es den Kreuzweg geben am Freitag. Und dann wird sozusagen die Szenerie gewechselt für den Samstag und Sonntag, für die große Vigil und auch Abschlussmesse geht es dann in das östlich von Krakau gelegene Bzegi. Das ist ein kleiner Ort südlich von Nowa Huta, wo momentan einfach Acker ist. Ja, da ist nichts. Das soll mal später, um den Weltjugendtag auch ökonomisch sinnvoll zu gestalten, mal in ein Industriegebiet hinkommen, sodass die jetzigen Zufahrtswege, die dort gelegt werden für dieses große Abschlussgelände, dann später auch von der dortigen Zentralbehörde von Wieliczka genutzt werden können. Und dort erwartet man, grob geschätzt muss man immer sagen, so ungefähr 2 bis 3 Millionen Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt. Und das Feld hat mit über 250 Hektar, kann es bis zu 5 Millionen Jugendliche fassen. Das heißt, wir haben einmal eine große Vielfalt, aber dann auch eine große Einheit, sei es bei den Gebeten mit Papst Franziskus, wo das alles, also diese unterschiedlichen Kulturen, die ich auch dort erleben kann, ein kleines Beispiel vielleicht, als wir auf der internationalen Vorbereitungskonferenz in Krakau sein durften, wo uns alles vorgestellt worden ist, war auch die Vielfalt und besonders eindrucksvoll, wenn man dann mit jungen Menschen spricht, die aus dem Irak kommen, die aus der Ukraine kommen und aus ihrer christlichen Perspektive von dieser Situation berichten. Man auf einmal einen ganz lebendigen Eindruck hat, was dort Christsein heißt und dann trotzdem zugleich mit ihnen dann auch Heilige Messe feiern kann in Einheit. Und das wird auch unseren Jugendlichen auf dem Weltjugendtag begegnen. Das heißt einmal
eine riesige Vielfalt, sich von allen möglichen Seiten bereichern lassen zu dürfen und auch den Glauben weit zu machen, Horizont zu erweitern, aber dann auch diese Erfahrung der Einheit oder auch der Stille, wie auf der Copacabana, als Millionen Jugendliche auf einmal ruhig waren. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großartiger Schatz, den der Weltjugendtag bereithält und den es einfach zu entdecken gilt. Und da kann ich allen jungen Menschen aus Deutschland nur sagen, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen, wie Magdalena und Jonas das schon gesagt haben, welche großartigen Erfahrungen sie selbst gemacht haben und da ja, einfach in Krakau herzlich willkommen zu sein. Vielen Dank, Herr Metzer. Wollen Sie noch was zu Ihren schönen Utensilien sagen, die Sie da liegen haben? Ja, wenn Sie schon den Hut da haben, den legendären, dann bitteschön. Ja. Damit sind wir ja in den Sachen, was die deutschen Vorbereitungen betrifft, weil es soll ja nicht nur so sein, dass wir auf ein Event nach Krakau fahren, eine Woche oder auch mit den Tagen der Begegnung davor, zwei Wochen, sondern es soll gut vorbereitet sein und dann auch in gewissem Sinne auch nachbereitet. Vorbereitung ist so, dass ganz viele deutsche Diözesen und Gruppen sich jetzt bereits auf dem Weg nach Krakau oder auch nach Auschwitz begeben. Momentan ist zum Beispiel das Bistum Eichstätt Bamberg, sind jetzt aktuell, müssten sie im Konsulat gerade sein und dort Gespräche führen, waren gestern im Organisationskomitee, werden auch Auschwitz besuchen. So haben sich ganz viele deutsche Gruppen seit dem Jahr 2015 auf den Weg gemacht, um sich vorzubereiten und was natürlich dann auch immer mit dazugehört, und jetzt kommen wir zu den Materialien, die auf den Weltjugendtag gehören oder die da wichtig sind, ist natürlich klassischerweise der Pilgerhut, Zeichen eines jeden Pilgers, ist gut bekannt, zeigt der deutsche Pilgerhut einmal die Stadtsilhouette Krakaus mit den polnischen Farben im Hintergrund, aber auch dann die deutschen Farben mit den Wappen der deutschen Metropolien. Und diesen Pilgerhut werden alle deutschen Pilgerinnen und Pilger kriegen, die sich für den Weltjugendtag registrieren. Der ist in dem Pilgerpaket drin, was die Arbeitsstelle für Jugendseelsorge, was wir da bereitstellen. Das ist einmal natürlich ein praktischer Sonnenschutz, wenn es in Krakau sehr heiß wird, aber dann auch deutsches Erkennungszeichen. Und so hoffen wir auch ein schönes Erinnerungsstück, was man sich an die Wand hängen kann und dann denkt, ja, das war der Weltjugendtag in Krakau. Vielleicht mal zum... Genau. Ja. Klein. Ja, den kann man richtig. Ja. Wir wechseln ihn nachher einmal. Ja. Dann haben wir noch auch da drüben ausliegen, können Sie sich sehr gerne mitnehmen, Gebetskarte mit dem Weltjugendtagsgebet auf der Innenseite und auf der Außenseite Logo und auch wieder die Stadtsilhouette Krakaus und auch ein kleiner Weltjugendtagspin, einfach ein nettes Giveaway, was wir den Jugendlichen da mitgeben wollen. Und dann ganz wichtig, um natürlich auch als deutsche Gruppen erkennbar zu sein. Jonas, ich gebe dir das. Genau. So. Ja, so passt der. Ja. Super. Genau, kann vielleicht darüber mithalten. Ja. So, das ist. Ein bisschen höher halten. So. Das deutsche Logo, man sieht. Beim Weltjugendtagslogo einmal die rote Umrandung, das ist Symbol für Polen. Dann der gelbe Punkt unten symbolisiert die Lage der Stadt Krakau. In der Mitte jedes Weltjugendtages Christus, das Kreuz, aus dem, wie es im Johannesevangelium steht, Blut und Wasser fließen oder auch das Christusbild von der Schwester Faustina ist damit symbolisiert. Und am linken Rand die deutschen Farben unter Beibehaltung dieses polnischen Rottones auch Symbol für unsere Nachbarschaft, für unsere Freundschaft, für die gemeinsame Grenze, die wir teilen und ja, dass wir als Deutsche dahin fahren. Und diese Fahnen können alle Gruppen, die auf dem Weltjugendtag fahren, bei uns bestellen, sind damit auch als deutsche Gruppen erkennbar, aber auch als Weltjugendtagspilgerinnen und Pilger. Dann gibt es noch, weil wir sollen ja auch als Kirche ein Stück weit zumindest mit der Zeit gehen, ja, die Zeichen der Zeit erkennen und es wird dafür erstmalig eine deutsche Weltjugendtags-App auch geben, die momentan natürlich noch im vollen App-Entwicklungsstadium und Bau ist. Man kann schon mal ungefähr, also man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, sehen, wie die Programmstruktur ist. Wichtig für uns war dabei, die enthält einmal verschiedenste Inhalte, logischerweise, aber sie enthält auch eine Navigation, das heißt,
wenn man auf dem Weltjugendtag ist, möchte man natürlich Restaurants finden, möchte seine Katechesen finden und dafür möchte man sich, ja, hat man normalerweise das Pilgerbuch gebraucht, um sich da irgendwie hin zu navigieren. Und jetzt mit der App soll eine Navigationsmöglichkeit geben, um aber, da es natürlich in Polen Roaminggebühren gibt, um dem aus dem Weg zu gehen, dass jetzt unsere Pilgerinnen und Pilger da für viel Geld Kartenmaterial runterladen, hat die natürlich ein Offline-Kartenmaterial und damit ist GPS-Funktion auch ohne Roaming möglich. Also es ist auch eine Offline-fähige App. Und wir hoffen damit auch ein Stück weit, also es soll in der Vorbereitung schon kommen, ein Stück weit am, ja, an den Jugendlichen dran zu sein und mit dieser App da auch einfach einen neuen Akzent zu setzen. Vielen Dank, Herr Metzlaff. Sie sehen, das ist vielfältig auf dem Weg zum Weltjugendtag. Frau Elpers aus meinem Team wird die Pressearbeit dann vor Ort koordinieren. Das wird dann auch einiges an Arbeit sein. Ihre Fragen und des Podiums Antwort, Frau Blumrath, Sie fangen an, bitte mit einem Mikrofon, damit unsere Kollegen von katholisch.de einen wunderschönen Ton haben. Vielen Dank. Christina Blumrath von EWTN TV. Exzellenz, Sie haben gesagt, dass man nicht nur den, dem Glauben dort begegnet und etwas für die Verbreitung des Glaubens tun möchte, für die Vertiefung, sondern dass es auch darum geht, den Randgruppen, sozialen Randgruppen zu begegnen. Wird es, weil Europa ja gerade auch von der Flüchtlingsproblematik überschattet wird, auf dem Weltjugendtag in Krakau auch Begegnungen mit Flüchtlingen geben? Und ist es auch vorgesehen oder gibt es Bestrebungen, Flüchtlinge aus Deutschland, die in dem entsprechenden Alter sind, mit zum Weltjugendtag nach Krakau zu nehmen? Ja, kann Herr Metzlaff jetzt direkt, weil er da unmittelbar drin ist, beantworten. Es wird so sein, dass es während der Tage der Begegnung in sehr vielen Diözesen einen Programmtag gibt, den sogenannten Tag der Barmherzigkeit, wo die Pilgerinnen und Pilger auch konkret in den jeweiligen Diözesen, in denen sie dann untergebracht sind, in verschiedenen Werken, Stationen mitarbeiten, einen halben Tag lang. Das ist das eine, wo Barmherzigkeit auch ganz konkret werden soll. Zur Frage der Flüchtlinge ist es so, dass wir aktuell mit dem katholischen Büro in Berlin da in Gesprächen sind, ob es überhaupt möglich ist, ja, zum Beispiel minderjährige unbegleitete Flüchtlinge oder auch so Flüchtlinge mit auf den Weltjugendtag zu nehmen. Das sind aber vor allem auch politische Gespräche, in denen wir gerade mittendrin sind und da kann ich dazu ja, kein Ergebnis sozusagen verkünden. Aber wir denken auf jeden Fall damit dran. Eine Bemerkung von mir nur dazu. Es ist so, dass unsere Hilfswerke natürlich sehr stark versuchen werden, mit einem finanziellen Zuschuss die Anreise von Personen aus Konfliktregionen nach Krakau zu ermöglichen. Also ein großer Teil von Palästinensern, der kommen wird, auch von irakischen Jugendlichen, von libanesischen Jugendlichen, wo unsere Hilfswerke sehr aktiv sind. Frau Pilters. Michaela Pilters vom ZDF. Die deutsch-polnischen Beziehungen sind ja durchaus sensibel. Beim Weltjugendtag kommt nun die ganze Welt dazu. Gibt es spezielle Programme nur für eine deutsch-polnische Begegnung? Und welche Rolle spielt die Nähe von Auschwitz während des Weltjugendtages? Sie haben gesagt, da gibt es jetzt schon Gruppen, die vorher hinfahren. Der Papst selber wird ja auch nach Auschwitz gehen. Aber gibt es da diesbezüglich spezielle Angebote? Für die deutsch-polnische Begegnung wird es während des Weltjugendtages in dem Sinn keinen Extraraum geben, dass wir sagen, wir haben nur deutsch-polnische Begegnungen. Wir haben das allerdings schon groß im Vorfeld. Also wenn jetzt Gruppen bereits herüberfahren, ist es so, wenn Gruppen aus Deutschland zu den Tagen der Begegnung in unterschiedlichen Diözesen sind, haben wir groß deutsch-polnische Begegnungen. Aber auch von der anderen Seite wird es so sein, dass jetzt Mitte März wird eine Gruppe des Organisationskomitees aus Krakau deutsche Diözesen besuchen, bei den Weltjugendtagsvorbereitungen sein, sodass wir da einfach den Gedanken des Dialoges ganz stark hervorheben wollen. Also wie Papst Franziskus auch gesagt hat, wir sollen Brücken bauen, keine Mauern. Und das ist der Punkt, den wir auch in unseren Vorbereitungen ganz stark machen wollen. Dann ist es natürlich auf dem Weltjugendtag selbst so, wenn die ganze Welt zu Gast ist, sind wir sozusagen Mitgäste und dürfen uns sowohl vom Gastgeber Polen beschenken lassen, von allen anderen Nationen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wie Kardinal Ciewicz gesagt hat, er erhofft sich auch selbst Glaubensimpulse, er erhofft sich Erneuerungsimpulse, er erhofft sich auch ein Stück weitergehen. Das heißt, auch selbst Polen wird durch die Vielfalt, die da ist, auch durch die deutschen Gruppen mitbeschenkt. Zu Auschwitz ist es so, dass es während dieser Tage
einen speziellen organisatorischen Plan gibt, wie Gruppen Auschwitz besuchen können. Dafür können sich, kann sich jede Gruppe weltweit anmelden, registrieren. Wir haben gesagt, weil wir als Deutsche es nicht weit haben, dieses Programm gemeinsam mit Renovabis bereits im Jahr 2015 Auschwitz zu besuchen, aus dem einfachen Grund, weil man sich damit intensiver beschäftigen kann, weil man es wirklich vor- und nachbereiten kann und es schwierig ist, wenn wir sagen, in dem einen Moment juble ich Papst Franziskus zu und im anderen stehe ich in Auschwitz und Birkenau. Deswegen ist diese Vorbereitung, der Vorbereitungsweg seit 2015 auch mit den vorherigen Fahrten so enorm wichtig, um einfach diesen Spagat auch zu schaffen und auch in einer würdigen Weise und auch in Betonung der Menschenwürde, die daraus erschreit, bewältigen zu können und das nicht als Besuchsprogramm, nenne ich es mal, abzutun. Also es war in der Tat, wir haben bewusst mit den Multiplikatoren diese Reise vorher letztes Jahr auch gemacht, um auch nochmal vor Ort, wir sind dann in Auschwitz auch gewesen, in Hamilze, bei dieser Ausstellung, diesen Bildern, also wir haben uns ganz bewusst da der ganzen Sache nochmal auch persönlich gestellt und um einen nochmal auch so ein Gefühl zu bekommen, was kann man innerhalb, sagen wir mal, eines solchen auch schon mal dicht gedrängten Programmes von Weltjugendtagen, das muss man ja auch einmal sehen, wir haben die Katechesen, wir haben das Willkommen des Papstes und so weiter, den Kreuzweg und natürlich die Vigil- und Abschlussveranstaltung. Was kann man da machen, um auch dem Ort Auschwitz also auch gerecht zu werden und das nicht sozusagen, also das war so ein bisschen auch einhellig unter den vielen, die da auch aus unterschiedlichen Diözesen, da wo wir zusammen waren, dass wir sagen, also einfach jetzt hier nur zu empfehlen, hier auch so einen Programmpunkt Auschwitz zu machen, das ist der Sache selbst nicht angemessen. Auch der Betroffenheit, die man immer wieder dort hat, wenn man also so zutiefst Erschütterung, das muss auch eingebettet sein. Deswegen war es uns wichtig, dieses Thema mit einzubetten, positiv ihn mit einzugeben und auch aber in einen größeren Rahmen zu stellen und nicht nur in den Programmrahmen von Krakau. Ja? Das, glaube ich, ist auch richtig. Eine zweite Sache war, dass uns im Vorfeld auch wichtig war, ein Zeichen zu setzen an die polnischen Jugendlichen, ein Schreiben oder etwas also zu geben, einen Brief an die von deutschen jungen Christen, wie wir also einerseits in der Sensibilität zur Vergangenheit und aber auch in dem gemeinsamen Mut, jugendlichen Mut in die Zukunft zu schauen und dort auch aus dem christlichen Glauben Akzente zu setzen, dass wir das auch noch deutlich machen wollen. Das weiß ich nicht, wie weit das jetzt. Ja, man ist also noch dran, einen solchen Brief zu formulieren, den wir auch übergeben können, wo auch die Sensibilität, auch dieses, wo deutlich wird, dass wir das in diesem Gesamtbewusstsein auch tun. Auch was die Nähe von Krakau zu Auschwitz bedeutet. Nachfrage von Frau Pilters. Zum Thema Auschwitz, also bei uns mit unserer Pilgergruppe, ich werde mit der Schönstadtjugend fahren. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man es während den Tagen in Krakau Auschwitz mit besucht. Allerdings sehe ich es genauso, dass man Auschwitz, wenn man es besucht, wirklich bewusst besuchen sollte. Und ich es, wenn dann vermutlich außerhalb von dem Zeitraum machen werde, weil ich wirklich bewusst hingehen möchte, nicht die Zeit, die wirklich in Krakau, ich weiß von Madrid, es war wirklich teilweise eng und man ist dann wirklich froh, wenn man doch abends kurz noch eine Stunde schlafen kann, bevor es dann weitergeht oder so. Ja. Von daher denke ich, dass ich das außerhalb dieser Zeit machen werde. Jonas? Ja, also ich habe da genau die gleiche Meinung. Also ich werde Auschwitz auch noch besuchen vor dem Weltjugendtag, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man da einfach, also Auschwitz, das braucht Zeit und wie mir schon der Herr Metzlaff gesagt hat, viel Vorarbeit und dann aber auch viel Nacharbeit und dass man drüber nachdenken kann. Und am Weltjugendtag, da kommt schon ziemlich viel auf einmal dann. Ingo Brüngjung, domradio.de. Bischof Wiesemann, es gibt in Deutschland gut 8 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Sie haben jetzt gesagt, 50.000 bis 60.000 rechnen Sie, dass Sie eventuell mitbekommen nach... Ja. Habe ich es falsch verstanden? 16.000 oder waren es 16.000? 16.000. Dann ist es nochmal weniger. Ja, wir sind erstmal von den Zahlen von Madrid aus. Okay, aber es ist deutlich weniger als 1% der Gesamtjugendlichen.
Papst Franziskus ermutigt ja immer wieder an die Ränder zu gehen, auch dort das Evangelium zu verkünden. Was unternimmt die Bischofskonferenz ganz konkret, um vielleicht auch diese Botschaft des Weltjugendtages zu diesen Menschen zu bringen? Na gut, also es geht ja ganz konkret über, also in der Bischofskonferenz habe ich schon mal referiert, ich werde jetzt noch mal referieren, ich werde auch noch mal meine Mitbrüder positiv also auch da motivieren, noch mal zu schauen, wo können wir diese, in der Tat, das ist ja ein wunderbares Ereignis mit dem Weltjugendtag, so ganz in der Nähe, es ist ja nicht so weit weg jetzt wie Rio und so, und wie können wir da auch noch stärker motivieren. Die andere Seite ist die, dass da ja ganz viel über die, ganz vor Ort über die Jugendämter in den Diözesen läuft. Wir haben auch sehr viele Möglichkeiten zur Teilnahme geschafft, also geschaffen, Unterstützung auch in den Diözesen für die Jugendlichen, dass das möglich ist. Es gibt ein paar Hindernisse für die große Zahl, wenn man so will. Einerseits ist auch noch im Süden, sind noch die Sommerferien noch nicht angefangen, was nicht so ganz einfach in der Gesamtplanung im Einzelfall ist. Es gibt dann zwar Schulbefreiungsmöglichkeiten, aber und das ist natürlich auch immer ein Schritt. Den muss man jetzt natürlich auch noch dazu sehen. Also wir haben den ganzen Süden, der noch nicht angefangen hat, wo die Sommerferien noch nicht angefangen haben, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg. Das Zweite ist sicherlich, dass ich momentan überhaupt nicht abschätzen kann, wie viel kommen, weil Krakau so nah dran ist, dass man auch sehr spontan und nicht unbedingt mit der Großorganisation, die wir in unseren Jugendämtern planen, auch mit den 2 Wochen Begegnungen, da sind manche, die haben schon Begegnungen, die haben Austausch gehabt mit Polen und so weiter, also ich rechne damit, dass sich doch noch eine ganze Reihe auf eine andere Weise als die jetzt von uns in der Großform anvisierte Planungsweise hin bewegen werden. Deswegen sind wir erstmal vorsichtig mit den Zahlen und werden mal schauen. Kollege EWCN, dann noch Radio Horeb und danach schließen wir das Ganze ab. Dazu noch eine Nachfrage. Wäre es nicht auch möglich, auch Plakatwände dafür anzumieten und den Weltjugendtag mit einem schönen Bild von Franziskus zu bewerben? Meine Frage persönlich ist, es wurde schon gesprochen, dass der Weltjugendtag nicht nur die eine Woche dauern soll, sondern auch nachbereitet werden soll und auch vorbereitet wird. Wie konkret sieht das aus und ja, gibt es da auch zum Beispiel eine geistliche Vorbereitung oder Nachbereitung, die vorgesehen ist? Zunächst für die Vorbereitung. Bischof Wiesemann hat bereits gesagt, es wird gibt bereits Videos zu den Werken der Barmherzigkeit. Das ist ein Punkt, geistliche Vorbereitung. Dann haben wir in ganz vielen Diözesen, die ihre jeweiligen eigenen Vorbereitungsprogramme haben. Sei es einmal speziell den deutsch-polnischen Kontext. Das Bistum Münster zum Beispiel ist zusammenarbeitet mit der Villa Ten Hompel in diesem Punkt. Oder sei es auch zum Thema Barmherzigkeit. Das Bistum Trier hatte Schwester Faustina Schwestern, nenne ich es mal, eingeladen zu ihrer Vorbereitung, um speziell auch darauf vorzubereiten. Von Renovabis aus gibt es große Projekte, dass da ja, Mitarbeiter von Renovabis zu einzelnen Gruppen gehen und da vorbereiten. Es gibt ein Projekt von Weltjugendtagsbotschaftern zum Beispiel im Erzbistum Paderborn, wo junge Menschen, die selbst auf dem Weltjugendtag waren, mit Material ausgestattet werden, Weltjugendtagsbotschafter sind, dann in Gruppen, Diözesen, überall hinfahren, um dort den Weltjugendtag auch bekannt zu machen. Das ist das eine. Dann wird es natürlich auch eine geistige, eine spirituelle Vorbereitung geben. Es wird einen Gebetsflyer geben, einen Aufruf zum Gebet auch für die jungen Menschen, die hinfahren, aber auch für Polen, für Papst Franziskus. Das wird noch kommen. In der Nachbereitung ist es so, es gibt sehr, sehr oft Weltjugendtags-Nachbereitungstreffen, um das, was da aufgebrochen ist, auch weiterzuführen, vorzufahren. Es entstehen Initiativen aus dem Weltjugendtag, Gruppen, die sich neu gründen, die da weitergehen. Und das sind einfach Sachen, die wir begleiten wollen, die wir auffangen wollen, um so ein Stück weit Nachhaltigkeit vom Weltjugendtag zu schaffen. Und Herr Obmann, bitte. Ralf Obmann, Radio Horeb. Der Weltjugendtag kehrt ja sozusagen ein bisschen zurück. Der Erfinder des Weltjugendtags ist der heilige Papst Johannes Paul II. Wie stark
spiegelt das auch ein bisschen dieser Weltjugendtag wider, dass man jetzt eigentlich an die frühere Wirkungsstätte dieses Erfinders des Weltjugendtags zurückkommt, ohne jetzt Papst Franziskus in den Hintergrund treten zu lassen? Also klar ist der Akzent Johannes Paul II., ist auch in Polen, ist ja schon gesagt worden, gerade auch in Südpolen, nicht in Krakau, wo er selber auch als Erzbischof ja gewirkt hat, also unübersehbar, und das ist auch seine Gestalt, und viele hat sie ja auch geprägt. Nur muss man denken, dass die Jugendlichen, die jetzt sind, schon ist schon ein Abstand da. Ne? Das ist die Generation oder die mittlere Generation. Und jetzt ist Papst Franziskus mit seinem Akzent und seinem Charisma da. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, also auch mit seiner Botschaft. Also natürlich ist auch, man darf ja nicht vergessen, auch der Sonntag der Barmherzigkeit, also das Thema Barmherzigkeit ist von Papst Johannes Paul II. Auch für die Weltkirche schon sehr, sehr stark gemacht worden. Das ist ja nicht jetzt etwa, aber es ist doch die unverwechselbare Art, wie Franziskus das Thema betont, wird auch meiner Meinung nach auch in Krakau durchdringen, sodass es jetzt sozusagen nicht Nostalgietage in Anführungsstriche werden, sondern wirkliche, sich eine wirkliche Auseinandersetzung, auch eine geistliche Auseinandersetzung und Befruchtung durch dieses Thema heute und aktuell und mit Papst Franziskus geben wird. Musik.